Abwechslungsreiche Paintings in bevorzugt leuchtenden Farben schmücken seit ein paar Wochen die Wände der Begegnungsstätte Lindenbaum. Die gemalten Werke der Ausstellung Nach vorne blicken stammen von Fidela Bulnes, die vor 7 Jahren von Peru nach Deutschland kam. Que yo me siento muy contenta, muy feliz, haber podido realizar esta exposición, ¿no? Y agradezco a Caritas, que me da la oportunidad, ¿no? De poder exponer mis trabajos. Esos trabajos que yo realizo desde que era pequeña, he aprendido a dibujar, luego a pintar, he estudiado mucho y me hace feliz poder hacerlo. Der Lindenbaum in der Ungerstraße ist eine für alle offene Begegnungsstätte, vorrangig für Menschen im SeniorInnenalter. Hauptaugenmerk der Einrichtung liegt auf der Betreuung psychisch erkrankter Menschen mit dem Ziel, ihnen so lange wie möglich ein Leben in der eigenen Wohnung zu ermöglichen. Der Lindenbaum ist in erster Linie eine Beratung und Begegnungsstelle für Senioren. Wir haben ein offenes Herz für alle, die zu uns kommen, offene Ohren. Und wir sind dabei zu gucken, was wird gebraucht und wo können wir eben Bedarfe auch mildern, wenn es um Altersarmut, um Einsamkeit geht. Wir unterstützen eigentlich in allen Bereichen und ja, wir sind Stimme für die, die sie brauchen. Und das können wir eben gemeinsam als Team wirklich auch nur bewältigen, weil die Vielzahl der Schwierigkeiten, die sich Senioren heute stellen müssen, die werden tatsächlich immer größer. Und wir versuchen mit der Beratung und den Angeboten dagegen zu steuern und die Menschen dort abzuholen, wo sie stehen. Die können sich damit beschäftigen. Also die Rolle ist die, dass die Frau Bulnes, die die Bilder gemalt hat, mir erzählt hat, dass sie eben gemalt hat in Peru und Künstlerin war. Und ich habe diese Ressource aufgegriffen und ihr angeboten, dass sie hier gerne eine Ausstellung machen kann. Und das hat sie sehr bestärkt und bekräftigt. Und das wünschen wir uns natürlich auch, dass die Menschen ihre Ressourcen, die sie haben, verstärken können, ausbauen können und damit einfach auch ein selbstbewussteres Leben dann führen können und auch selbstbestimmter damit sind. Jo. Interessierte Menschen können Frau Bulnes Bilder nach vorheriger Anmeldung zu den üblichen Bürozeiten besichtigen.